Wow, würde ich da sagen, denn es geht schon wieder los mit Clash Royale. Und das Format heißt ja Play and Talk und mach mal kurz das hier. Ne, das kann bleiben. Die Musik, ich habe ja jetzt Hintergrundmusik, deswegen brauche ich die Musik hier gar nicht mehr. So. Die wird. Ich hätte sie langsam öffnen sollen. Wir haben nämlich. Ich habe jetzt nämlich den Schneeball, die neue Karte freigeschaltet. Und ich habe die Challenge nicht mehr angefangen, deswegen würde ich das jetzt gerne machen und ich kriege aber jetzt schon den Schneeball. Die Karten gibt es nämlich, normalerweise würde es die immer Tage danach geben, aber jetzt gibt es die tatsächlich jetzt schon, heute schon. Das Update war nämlich genau heute. Vielleicht kriege ich ja diese, wie heißen die? Auf jeden Fall Schweinekarte irgendwie sowas. Vielleicht kriege ich die jetzt. Nö. Dafür aber den Schneeball. Den würde ich auch gerne schon benutzen. Ich habe keine Ahnung, wie der funktioniert. Ich habe mir nichts dazu angeguckt, aber ich, oh, ja, egal, schon mal gespendet, was soll's. Ja, es gab auf jeden Fall wieder ein heftiges Update. Gibt's ja in letzter Zeit sehr viele. Und jetzt ist irgendwie meine Musik weg. Ja, gut, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, dann gucke ich mal nach, aber kämpfe ich mit meinem Deck hier bei der Challenge. Auswahl-Herausforderung. Die mag ich am liebsten. Das ist nämlich fairer als sonst was. Meistens. Und dann kämpfe ich mal. Mal sehen, wie es läuft. Ich nehme auf jeden Fall den Schneeball, um den auszuprobieren. Ja. Eisgeist. Dann nehme ich mal den hier. Und, den hier. Ich habe keine Ahnung. Da ich ein bisschen zu lange gezögert, das macht gleich besser. Was ist das hier? Es gibt ja auch neue Emotes, aber ich glaube, die kann man sich mit Geld kaufen. Ich weiß nicht, ob es auch andere gibt. Das ist die neue Karte. Was zum... Der Schneeball macht ja gar keinen Schaden. Ja, ich habe jetzt keine Ahnung, wie diese Schweine funktionieren, deswegen konnte ich jetzt gar nicht kontern. Ich wusste überhaupt nicht, wie viel Schaden, dass sie überhaupt auf den Turm gehen. Das sieht jetzt sehr, sehr schlecht aus für mich, aber ich gebe natürlich nicht auf. Ach, kommt schon, die Banditen, ernsthaft. Den Schaden muss ich jetzt durchlassen. Diesen einen Hitpoint, ey. Dafür habe ich Lava Loon irgendwie sowas. Ich habe damit noch nie gespielt, ehrlich gesagt. Mist, den hätte ich hinten setzen müssen. Egal, das kann er gar nicht countern. Er hat fast nur Bodentruppen. Und können die Schweine ja auch nicht countern. Ja gut, das da hinten wird sehr eindeutig. Der Ballon wurde überhaupt nicht abgewehrt. Was? Ja, danke, Spiel. Kurze Wartungspause in 5 Minuten. So, Banditin ist schon mal abgelenkt. Aber die Elite-Verbanden sind nicht sehr weit gekommen. Dafür habe ich Lava Loon und der kann das überhaupt nicht abwehren. Das ist so ein richtiger Pluspunkt für mich. So, guck mal hier, was willst du dagegen machen? Die Rakete könnte ich sogar auf den Eismagier werfen. Also der Schneeball, weiß ich noch nicht. Da muss ich mich nochmal anfreunden mit der Karte. Ist noch ein bisschen komisch für mich. Ich setze den mal erstmal hier hin. Und er hat keine Karte, um Luft zu countern. Das hat sie nicht. Er hat nur diese Schweinchen.
Das ist irgendwie ein bisschen sehr unfair jetzt gerade. Ja. Ihr konntet nichts machen. Und die Musik ist wieder weg, bemerke ich gerade. Das macht aber nichts. Boah, ich kriege schon wieder so einen Hustenreiz. Hustenreiz. Ich habe auch gerade wieder was aufgenommen, deswegen. Ich müsste echt mal was trinken. Wartungspause. Soll ich denn jetzt noch ein. Nee, ne? Dann, ja, tut mir leid, die Wartungspause kam jetzt ein bisschen überraschend, aber was soll ich machen? Boah, ey. Wie die Stimme immer versagt. Ich muss echt mal was zu trinken hinstellen. Ja, das tut mir jetzt leid, dass es so kurz sein wird, das Video. Aber ich habe zumindest gewonnen. Das ist ja auch was wert. Und dann würde ich sagen, bis dann. Ciao.